Herzlich willkommen bei NacktmoTV. Heute machen das kleine Toffelchen und ich weiter mit Saints Row 4. Bin gar nicht klein. Oh, im Gegensatz zu mir schon. Hast du meine Hupen nicht gesehen? Sei ruhig. In Wahrheit sieht es so aus, wenn Toffer neben mir stünde, würde er an meiner Brust nuckeln können. Du bist pervers. So ein bisschen. Springen? Guck mal, jetzt steht sie hier. Ach, als ob ich es gewusst hätte, hä? Hey, Kinsey, you wanna fuck? Let's go. So was Neues ist? Ein Baller steht im Hintergrund. Du sollst nicht an ihren Rechner gehen. Super, sie hat gerade mich geschlagen und praktisch standest du dort, also sie hat dich erwischt. So, sprechen wir mal mit ihr. Every store you hack feeds me security data. I can use that data to insert a virus, which will open up a doorway back to the ship. So go hack while I work on the virus. Got it. Das war jetzt so wichtig, dass die mit uns besprechen musste. Scheint ja. Wo geht's denn jetzt? Jetzt war es wieder raus, ne? Ja. Wir haben ja keine Superkräfte. Das merkst du aber ziemlich früh. Voll uncool. So, wo wollen wir denn hin? Jetzt haben wir nämlich hier mehrere. Ja, sag eins. Ich will fürs Linke, weil wir da oben den Waffenladen und den Klamottenladen noch freischalten können. Ja. Wenn mich diesmal nicht wieder jemand mit einem Auto bewirft. Du musst mich auch wieder auf solche Ideen bringen, ne? Ach du Scheiße. Jo, was ist denn jetzt kaputt? Was war denn das jetzt gerade für ein Jump bei mir, ey? Das ist ja übel. Gehe ich überhaupt in die richtige Richtung? Karte. Ich bin bei dem Ding. Bei dem Waffenladen. Ich bin in die andere Richtung gegangen. Ja, das wundert mich nicht. Das kriege ich, das kriege ich, das kriege ich. Ja. Babem. Du und dein Babem. Du bist ja nur neidisch, weil du kein Babem hast. Babem. War kein richtiges Babem. So, ja, hast du in der Zwischenzeit den Klamottenladen schon gehackt? Nein. Gehackt. Gehackt. Hack ihn. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ich hab grad keinen Plan. Ja, du Toffer, das ist nichts. Das ist nichts Neues, dass du keinen Plan hast. Ja, so geht's natürlich. Fertig. Hast du geschafft? Ja. Endlich. Ja gut, dann lock uns mal die nächste Missi ein. Das war auch noch eine Aufgabe. Probieren. War noch ein Ziel, du. Ah, so geht das. Was denn? Ich kann die Wände hochlaufen, statt ich muss hier nicht mehr springen hier. Ja, das kann ich auch. Wie funktioniert das? Du musst da einmal dran springen und dann einfach laufen. Ja gut, das ist natürlich entspannender, ne? Als wenn man das blöde Gehüpfe. Genau. Und man hört nicht immer klick, 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 klick. Mhm. Aufträge. Ja, das hier ist alles nacheinander hacken. Das brauche ich nicht einloggen. Ganz schön weit weg. Seitige die Zinntruppen. Hm. Bunte leuchtende Dinger. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Doch, ich schaff's. Ich schaff's. Ja!
punktgenaue Landung. Hast du jetzt ein Kind gekriegt, oder? Tut mir mal einen Gefallen. Hä? Da, jetzt mach ich's. Da ist wieder so. Hab's erledigt. Hallo? War das nicht Kuh? Doch. Warum habe ich keine Superkräfte mehr? Weil du von Telekinese eingeloggt hast, wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, bei den Dingern muss man das doch auch benutzen. Bei welchen? Bei den komischen Dingern da, die. Nee, da mussten Eis oder Feuer drauf knallen. Ich hab schon wieder vergessen, wie man die Dinger überhaupt F1 einhält. Das geht schon mal nicht. Ist es eins am Boden? Das war Telekinese. Okay. Immer diese Balas. Wenn man auf Bala hört, ist man verloren. Hm. Ja? Sprich dich aus. Zum Glück höre ich nicht. Zum Glück höre ich nicht allzu oft auf mich. Ja, das mit Wände hochlaufen. Wände hochlaufen ist auf jeden Fall. Das ist viel smoother als das blöde Gehüpfe. Bam! Jump! Krankenwagen braucht keiner. Jetzt haben wir wenigstens auch gar keinen Ausdauerverbrauch mehr beim Sprinten. Du willst auch alles overpowered haben, ne? Ja, da gibt es Superkräfte und dann war das mit der Ausdauer schon irgendwie blöd, weil dann konntest du ja doch wieder nicht wirklich rennen. Ich bin schon der Meinung, wenn man sowas reinmacht, dann muss man es auch ordentlich durchziehen. Wenn die Autos so unwichtig geworden sind. Houston, we have a problem. Ja, ich bin bei dir. Klar, dann schmeißt sie das natürlich daneben. Das hat mich jetzt umgeknatzt. Geht doch. Bala, was machst du da? Ja, da drüben ist gleich so ein Ding. Gleich so ein Ding. Ja gut, vielleicht sollte man weg. Hast du recht. Was ist denn das hier? Hallo, du sollst da hochrennen. Die will da nicht hoch. Blim. Hast deine Superkräfte verloren. Ich weiß zwar auch nicht, wo es hier jetzt hingeht, aber ich bin gleich... Da schießt schon wieder einer auf mich. Ich bin gleich am Himmeldeckel der sonst was der Welt. Ja, hier geht's nicht weiter. Unsichtbare Grenzen. Bala, du... Ach, jetzt kriegst du wieder Leben. Ja, ich hack hier mal den Waffenladen, ja? Wenn ich kann. Ich gleite gerade so über die Stadt, dass ich nur matschige Texturen sehe. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, die Dinge jetzt zu hacken. Wenn ich da jetzt hinkomme und die Abknalle kommen sowieso immer mehr. Ja, das hält mich allerdings nicht davon ab, es trotzdem zu tun. Ich gleite jetzt einfach da hinten hin. Ja, ich bin dabei. Flughafen. Och nee. Uah. Koffer auf einem Flughafen. Voll mit Sims. Könnte ich auch mal bitte hier Leben wieder kriegen? Achso, das müsste man ja einsammeln. Da ist ein Supercontroller. Oh.
Der flutscht hier rum. Da drüben ist er. Ah ne, das sind die normalen. Ich glaube, den habe ich den schon umgenutzt. Die Robos. Ja, jetzt irgendwo. Der hat einen kleinen Schildbot hinter sich. Die wollen mich schon verarschen. Ich hätte das mit dir fertig machen sollen. Ja, und jetzt sollen wir weiter, was ich mal eben tue. Bei mir hat sich wieder nichts eingeloggt, von wegen weitergehen. 500 Meter in die eine Richtung hier. Ich werde minimal verfolgt. Ja, ich auch. Ich weiß im Gegensatz zu dir aber nicht, wo ich hin soll. Ich hoffe mal, dass das nicht noch ein Unruheherd ist. Nein, es ist eine Missy. Oh, ja, toll. Voilà, kommt zu mir, kommt. Wo sind meine Double MPs her? Oh, ah. Fuck the police. Was los? Da waren wir so ruhig. Sammelst du auch mal hier das Geld ein? Super ruhig. Du bist ruhig. Ich bin gar nicht ruhig. Das wirst du ja jetzt schon wieder. Fresst Blei. Bala verkriecht sich wieder da oben. Der Bala spielt den Scharfschützen. In Saints Row Scharfschützen. Ja, du hast also es mit raus. Mit Headies kommst du ja weit. Oh Mann. Sie und ihre Schilde, ne? Ja. Was? Ja. Jetzt habe ich Ziel erreicht, ja. Also immer so circa jede zweite Missionsding komme ich dann mal wieder mit. Aber das neue wird nicht angezeigt. Warte mal, ich muss das mal selber anmachen. Gut. Okay. Du Abstauber, da wollte ich gerade hin. Aber schneller. Was denn? Das ist ganz schön verwirrend, wenn du dann auf einmal so schnell rennst und dann kommt eine Wand. Und die rennt dann nicht hoch. Hey, daneben! Du bist sogar zweimal daneben gesprungen. Toll, jetzt hast du mich abstürzen lassen. Das hast du verdient. DK-Vandalismus? Ja, ich hab noch keine Ahnung. Ich hab hier irgendwas. Indem du Kugeln wirfst. Ach, Dings-Vandalismus, Telekinese. Ach so, hier. Bisschen scheiße, wenn man nur die Kugel rumwirft. Kann die Kugel irgendwas? Rollen. Die macht Autos kaputt. Die macht alles kaputt. It's nice to let my hair down. Your wife was
habe ich zwei davon. Ja, hier liegt auch noch eine zweite. Man sollte auch ein bisschen aufpassen, dass die Autos nicht in seiner eigenen Nähe explodieren. Wenn ich ein Polizist wäre, würde ich nicht auf die Leute losgehen, die irgendwelche mysteriösen, riesengroßen Kugeln in der Hand haben. Ach, jetzt habe ich sogar drei von den Dingern. Das ging jetzt schnell. Hör auf! Ja, immer wieder die Kugel aufheben, kurz werfen und fertig. Ja, aber ich habe drei davon gehabt. Ich habe auf die Bullenautos, die angefangen kamen, wie sie raufgeschleudert. Am Anfang sah es aber nicht so gut aus. Ach, wir sind Pros. Wir zeigen das nur nicht. Ja, wir müssen uns ja zurückhalten, dass sie nicht alle neidisch werden. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ziel erreicht. Was kommt? Na, warte mal, bei mir noch nicht. Jetzt Ziel erreicht. Störe das System, fertig. Aufs Schiff. Das haben wir mal wieder nicht angezeigt. Es muss ja auch nur einer. Wollen wir da nicht erst was anderes noch fertig machen von den Nebenmissions? Da müssen wir bestimmt noch zu Keys auch noch. Halt beide Nebenmissi. Bargeld. Oh ja, das vergesse ich auch immer gerne. Also ich gehe mal hier aufs Hochhaus, dass Ruhe ist. Ja, toll. So viel dazu. Ich stehe hier auf einer Parkuhr. Beseitige die Zinntruppen. Hört sich irgendwie immer alles gleich an, kann das sein? Wir müssen alles Mögliche zerstören, ja. Also die Nebenmissionen laufen anscheinend wirklich immer gleich ab. Ja gut, aber wir haben da schon drüber geredet, weil wir haben schon die Diskussion gehabt, ob man wirklich so viele Nebenmissionen und Aktivitäten dann so machen sollen. Aber das Problem ist halt, wir brauchen die letztendlich, um unser Level abzugraden. Weil wir ohne das nicht weiterkommen mit den ganzen Skillen und Freischaltungen. Aber wir haben gesagt, wir lassen die Aktivitäten, die man auch so nebenbei machen kann, weg, zugunsten der normalen Nebenmissionen. Weil die haben ja doch irgendwas mit der Story zu tun, ne? Naja, was hat das mit der Story jetzt zu tun, dass wir schon kloppen? Dass wir halt Sid helfen letztendlich, oder Keys, und dass die das halt wollen. Ja, ich weiß nicht, Also vom Ding her hat mir Saints Row 3 auch um einiges besser gefallen. Von der Story. Ich weiß halt hier ja noch gar nicht, was jetzt wirklich, was wollen wir denn noch tun, wenn die Erde im Arsch ist? Ja, im Moment ist halt Rache das Ganze. Das ist halt eine relativ einfache Motivation, aber ich meine, du verstehst schon, was ich meine, ne? Also bei Teil 3, da war das halt von dem her cool, weil wir ja letztendlich da unseren besten Freund verloren haben und stinkig waren wie Sau. Aber hier fehlt das irgendwie. Ja. Ich will auch nicht sagen, dass es keinen Spaß macht, aber bis jetzt ist die Story halt nicht ganz so facettenreich wie bei Saints Row 3. Vor allem, wenn ich an Simo denke oder so, das war richtig lustig und hat Spaß gemacht. Vielleicht, ne? gibt's ja so ein Simbo hier mit als Alien. Das hätte doch was. Ja, man muss sich da mal ein bisschen überraschen lassen. Also ich meine, ich bin ja jemand, der sowas nicht wirklich negativ sieht. Ich versuche immer die positiven Seiten bei den Spielen zu sehen. Aber im direkten Vergleich muss ich sagen, storymäßig ist Saints Row 3 im Moment noch vorne. Bala hat gesprochen. Aua. Das ist halt meine Meinung. Wobei man sagen muss, hier haben sie natürlich nochmal auf die Fun-Schippe gleich noch eine Schaufel draufgelegt, ne? Ja. Da haben sie im Spiel ja alles bieten wollen. Bam.
Aber irgendwie ist das doch schon ein bisschen nervig mit dem Rumrennen. Weißt du, wo kommen die denn her? Nein, ich will jetzt nicht. Ja gut, bei Saints Row 3 sind wir überall rumgefahren. Dann am Richtung Ende sind wir auch nur noch mit den Fliegern unterwegs gewesen, weil uns Fahren nicht mehr schnell genug ging. Ich wollte doch gar nicht die Tentakel. Ja, Mann. Wo bleibst du, Bala? Sammeln hier noch Sachen ein. Ich dachte, du gehst aufs Schiff. Wieso Schiff? Ich habe die zweite Mission angemacht. Ach so, ja, stimmt. Hast. Ja, ja, bin unterwegs. Hab mich vertan. Ist ja gut. Hat er wieder Angst allein? Ich bring noch ein paar Freunde mit. Angst alleine? Ich bin gleich tot. Ja, ich sag ja, du hast Angst. So ungefähr jetzt. Wieder hochheben, ey. Gleich mal heilen. I'm back, bitches. Was soll man jetzt genau machen, bitteschön? Ja, wieder dasselbe wie beim Ach, hier unten. Die Kanonen sind so schnell leer. Ja, ich hab meine Pistolen. Was? Wie? Nein! Ah. Was hast du jetzt wieder gemacht? Ja, guck mal, was da vom Himmel gesprungen ist. Ach nee. Ist der größer als die anderen?